So, und damit Halli, Hallöchen, zu meinem Controller-Test, der sich nun irgendwie doch ein wenig vom Offline ins Hey, der Stream ist frei verwandelt hat. Controller-Test, Let's Play Tetris. Ja, eins vorweg, ich sage Tetris eigentlich. Aber mal gucken, wir lernen zusammen und keine Ahnung. Anarchie, warum nicht? Wir spielen Tetris Elements. Das neue Ultimate möchte bei mir nicht laufen, leider. Und ja, lustige neue Selbstbaukiste. Und fangen einfach an. Tetris kennt jeder. Wer Tetris nicht kennt, der hat ein wenig was verpasst. Und ja. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Was ich hinzugeben möchte, ist schon mal, ich bin ein Herr im Steine falsch platzieren. Unabsichtlich. Und ja. Das wird uns noch ein oder andere Mal einen Strich durch die Rechnung machen. Insofern, mal gucken. Wo packe ich dich hin? Okay. Geht schon mal in die Höhe. Na gut, von mir aus. Steuern tue ich mit dem Stick rechts, links. Nach oben ist droppen, nach unten ist ablassen. Rotieren tue ich mit diesen beiden Knöpfen. Und das hier ist mein Hold-Knopf. Den ich jetzt auch gleich nicht benutze. Und mit dem anderen Stein konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Ja. Ich packe ich dahin, okay. Mit dem Quadrat müsste ich mir jetzt was verbauen, das dahin. Dann haben wir den gleich wieder frei. Sehr schön. Jetzt können wir das Quadrat abladen. Okay. Haben wir erstmal wieder ein wenig aufgeräumt. Den packe ich dort hinein. Normalerweise versuche ich mir im Hold einen von diesen Langsteinen zu halten, aber aktuell brauche ich sie noch. Jetzt kann ich mir den nächsten behalten, weil jetzt müsste der da eigentlich auch schon wieder rein. Quadrat kriege ich nach dort. Ach ja, gute alte Tetris-Musik. Ja. Wobei die Musik hier halt nicht mehr das Klassische ist. Es ist schon die neuere Musik. Wobei Elements, glaube ich, gar nicht mal... Ich weiß nicht, wann das Game erschienen ist, aber so neu dürfte das nicht sein. Man sieht, es hat 4 zu 3 Grafik und da habe ich mich gerade schön verbaut. Ah ja, gute alte Tetris. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie erstmal diesen einen Block da freikriegen, dass wir da nicht diesen einen Block mitten in der Landschaft haben, der uns stört. Ja doch, mal da hinein und dann haben wir ihn frei. Sehr schön. So. Okay. Und wir können wieder in aller Ruhe stapeln, bis ich mich wieder verbaue. Okay, ich versuche die immer so an der Seite ein bisschen hoch zu stapeln. Generell, je mehr man mit einmal abräumt, umso mehr Punkte kriegt man. Und deshalb versuche ich so viel wie möglich da auf einer Seite gleichzeitig zu klären. Naja, ich bin da mit der Game Boy Version groß geworden. Ich kenne die Tetris-Musik nicht. Ich weiß nicht, ob die aus welcher Version die kommt und wie alt sie ist. Das kannst im Zweifel du mir sagen, wenn du sagst, sie kommt aus der Game Boy-Version, dann ist sie ja doch schon älter. So, so. Okay. Mit dem konnte ich gerade recht wenig anfangen. Allgemein ist das Feld gerade nicht so aufgeräumt, wie ich es gern hätte. Verdammt. Okay, wir haben uns da zweimal verbaut. Okay, dich packe ich mal nach da. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht, aber irgendwo muss ich mit dem Block ja hin. Glaube ich, haben wir ein schönes Schlamassel geschaffen, was wir erstmal aufräumen müssen. Okay. Okay, sehr schön. Versuchen wir das mal irgendwie aufzuräumen.
Jetzt bräuchte ich lange Blöcke und immer dann, wenn man sie braucht, bekommt man sie nicht. Ist das A-Mode oder B-Mode? Was ist A- oder B-Mode? Also im Elementary ist das der Classic-Mode. Also dementsprechend würde ich sagen, die Einstellungen, die die Standard sind. Aber ich kann wenn ein bisschen mal verhauen. A-Mode bedeutet unendlich stapeln. Hoppala. Dann habe ich den doppelt gedroppt. Verdammt. Gute Frage. Dann müssten wir gleich mal im Menü gucken. Es nähert sich gerade eh einer ziemlich blöden Lage. Habe ich schon versprochen, ich werde mich katastrophal verbauen. Ja, und das hat man auch gesehen. Okay. Weil jetzt sieht es wieder halbwegs okay aus. Ich schaff's irgendwie immer wieder, mich zu verbauen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich schon fast am Ende bin, mich zu retten. Und dem setze ich schon wieder total den Fail-Block. Ach ja, herrlich. Tetris mag mich nicht. Oder ich mag Tetris nicht. Eigentlich mag Tetris ehrlich nicht. Es steht ein Marathon auf der linken Seite. Ja. Das tut es in der Tat. Ach, Menschenskinder. Okay. Nein, das war nicht mein Switch-Button. Ja, ich denke auch. Na, ob wir das noch retten können. Ich meine, ist die Blockauswahl gerade ziemlich gnädig mit uns. Ja, gucken, das Game hat ja auch mehrere Modi, da kann man auch mal schauen, was es noch so gibt. Aktuell ist ja der Classic-Modus und das Elements hat wie einige themenbasierte Modi. Aber da müssen wir dann mal reinschauen. Aktuell erstmal ein wenig Classic. Und dann kann man sich das andere ja mal angucken. Vielleicht ist da auch was Interessantes dabei. Oh, Gottes Willen, das war gerade aber mein Fail, nicht der vom Input. Da habe ich gerade zu früh meinen Pfeil nach oben erwischt, also den Stick nach oben. Und dadurch einfach mal schnell gedroppt. So. Ich finde es genial, wie lange wir hier hart an der Grenze überleben. Auch wenn es immer enger wird. Den Block muss ich loswerden, ich habe keinen Ersatz.
Okay, mit dem Verbauer dürfte es das gewesen sein. Mit dem Verbauer war es das wahrscheinlich. Okay, warum das jetzt K.O. war, weiß ich nicht. Aber ein Pixel dürfte er im Ausreich gespawnt sein. Okay, na, Level 4. Ja, nee, das geht besser. Das geht besser. Naja, wie des Elements hat einige lustige Game-Modi. Ja, wir spielen erst ein wenig Classic. Und dann kann man da mal reinschauen. So, diesmal versuchen wir uns nicht gleich auf der untersten Ebene so katastrophal zu verbauen, wenn es sowieso passieren wird. Dazu kenne ich mich mittlerweile in den Runden, die ich immer ein bisschen getestet habe, zu gut. Irgendwo verbaue ich mich sowieso. Nein, da sollte eins daneben. Meine. Den mal ein bisschen auflösen. Okay. So, das sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. Und da war der erste große Verbauer, der nicht so hätte sein sollen. Aber das dürfte noch machbar sein. Ja, ja. Und da liegt der Block frei. Ja, das ging. Das war noch halb so gut. Ja, das war ein Facepalm, bevor ihr fragt. Und das meine ich mit, ich bin der Meister im Verbauen. Ich hab das freigeräumt, drüber gefreut und gleich in den nächsten Feld. Okay. Das müsste aber auch noch machbar sein. Wir brauchen nur eigentlich einen langen Stein. Dann sitzt das Ding ja schon wieder frei. Gut, brauchen und nur ist einfach gesagt. Aber da war der lange Stein. Und jetzt liegt das wieder frei. Okay, den nächsten langen nehmen wir dann wieder ins Hold. Da bin ich erstmal wieder völlig vor uns hin. Was mache ich mit dir? Das Feld gefällt mir gerade nicht. Da kriege ich den nicht weg. Ach, herrje. Den kriege ich da nicht. Den kriege ich da niemals rein manövriert, wie ich das gerade hätte versuchen wollen. Ja, okay. Das ist doof. Aber irgendwo muss ich halt die Steine hinpacken. Schauen wir mal, dass wir da wieder ein wenig rankommen. Scheiße, da unten ist ja auch zu. Ich werde dich jetzt nicht los. Jetzt werde ich nicht los.
Okay. Okay. Eigentlich hätte ich mir den schon wieder ins Gold nehmen können. Den räumen wir mal leer. Den räumen wir auch leer. Und wir stapeln wieder. So! Ja, und Abend zusammen. Grüß dich, XTX. Ich habe gehört, dass man hier sicke Tetris-Skills sehen kann. Was du hier sehen kannst, ist total die Block-Placement-Fails. Das räume ich mal weg, ehe wir es uns da unten verbauen und nicht mehr so einfach freikriegen. Ach ja. Man sollte den Rotate-Button auch drücken, wenn man rotieren will. Beziehungsweise man sollte ihn doppelt drücken, wenn man doppelt rotieren will. Damit haben wir es aber auch schon wieder freigeräumt. Muss ich nur gucken, wohin mit den Blocks. Okay. Alles noch im Rahmen. So. Jetzt sieht's doch schon wieder besser aus. Vorläufig. Den nehme ich mal weg, dass wir ein bisschen tiefer kommen. Okay, dann nehme ich mal Hold. Mir gefällt das gerade nicht. Wo platziere ich dich? Ja, okay. Das war gerade nicht so das Gelbe vom Ei. Mal schauen, wie wir das da drüben wieder freikriegen. So. Und die Ecke dazu. Okay. Eigentlich will ich da nichts hinpacken, aber ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Wir sind im Level 4. Was es auch nicht besser macht, wenn man sich gerade ein wenig verbaut hat, wenn man am Aufräumen ist. Aber da ist das Game gnadenlos.
los rüber mit dir. Jetzt könnte ich mal wieder genau den Stein da brauchen. Nehme ich jetzt Hold. Jetzt sind wir gerade ziemlich blöd. Wir brauchen unbedingt so einen Lang. Für den Kling da. Und zwar in doppelter Ausführung. Was schwierig werden könnte. Na komm. Frag mich nicht, warum ich den da abgelegt habe. Aber das geht besser. God damn it. Ja, das Weiße vom Ei. Ja, ungefähr so. Wohin gehe ich dich jetzt? Gehe ich mal dahin. So. Und im nächsten räumen wir dann ein wenig auf. Oder mit dem, den ich gerade auf Tasche habe. Blöcke kann ich gerade alle nur so bedingt gut brauchen. Dich zum Beispiel gerade gar nicht. Okay, werden wir erstmal den grünen da los. Und nehmen uns den blauen da ins Rot. Okay. Warum nicht Textmaster? Warum nicht was? Alle doof. Ja, verstehe. Weiß nicht. Am Ende ist es Tetris. Ne? Tetris ist Tetris. Ich mag sowieso eher hauptsächlich Klassik. Auch wenn ich nicht wirklich viel Tetris spiele. Eigentlich gar nicht mehr, seit man nicht mehr nur so einfache Games auf den Handys spielen kann. Aber ich kann es mir nach dem Stream hier mal anschauen. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Ich schaue es mir nach dem Stream an. Und? Ja. Grüßerlich Spongemax und natürlich auch alle anderen, welche Party. Cool.
Ich weiß nicht, was ihr sonst so zu tun habt, aber anscheinend ich hier den Schauplatz am Tetris, was mich freut. Und der war gerade total dämlich. Das war die Strafe für den schlechten Witz. Heißt das schön, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, hab ich gemerkt. Egal. Noch alles. Okay. Noch. Brauchen wir mittlerweile eine Menge von diesen langen Blöcken, um wirklich voranzukommen. Die ich aber gerade auch bekommen habe. Okay. Hast du einen Square Gate oder einen Diamond Gate in dem Stick? Das Ding. Ich weiß nicht, ich glaube, du meinst damit die Ausrichtung. Das Ding hat ganz normal 4 Pins und funktioniert auch diagonal. Also ist das eher ein Quadrat. Ich nehme an, dass es das ist, was du wissen wolltest. Mir sind die Griffe nicht beläufig. Ich hätte den einfach selber gebaut, weil ich noch so Taster und so Blödsinn rumliegen lassen habe. Und ich dachte mir, hey, wenn du schon einen Controller baust, dann kannst du doch auch noch irgendeinen, keine Ahnung, Tetris oder sonst was bauen, habe ich ja einen Tetris-Controller gebaut. Beziehungsweise, keine Ahnung. Ja, eigentlich ist es für nichts so wirklich außer Tetris oder vielleicht Pac-Man so Blödsinn zu gebrauchen. Ja, dann wie gesagt habe ich Square, also ich kann alle Richtungen gleichzeitig drücken. Es ist halt so ein billiger China-Stick. Lethal Leech, müsste ich mir auch mal anschauen, was das für ein Art Game ist, sagt mir auch null. Im Grunde bin ich für alles zu haben, wo man halt wirklich sowas... Naja, wo man halt mit Unique-Controllern einfach mal ein komplett anderes Gameplay erhält. Das ist nicht... Das ist mein Hold-Button. Das ist auch das Erste, was mir so am Controller aber Spaß macht, wenn du dir einfach für irgendwelche Games irgendwelche total sinnlosen Controller zusammenzimmerst. Dadurch einfach mal komplett anderes Gameplay hast. Aber ich schau mir das mal an. Ich notiere mir die beiden Games mal. Nein! Mein Boot. Danke. Okay, der war gerade ziemlich dämlich platziert. Ja. Nein! Warum verwechsel ich andauernd meinen Hold-Button? Und warum platziere ich gerade die ganze Zeit so Müll? Ja, das war gerade nicht die richtige Richtung. Nein, nein, das war's. Ich notiere mir kurz mal die beiden Spiele, die du vorgeschlagen hast. So, was war das? Einmal Little Leech und das andere war Textmaster. Okay, ich schreib's mir mal auf und dann schau es mir mal an. Danke auf jeden Fall schon mal für die Tipps. Okay, klingt interessant. Wie gesagt, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an und dann, wer weiß. Ich habe ja hier einiges noch an interessanten Controllern rumliegen. Ich habe auch so ein Ding. Und im Zweifel, wenn man wirklich ein Game hat, was lustig ist, kann ich mir auch einfach noch einen Controller bauen. Je nachdem, was das Game so an Sticks braucht. Oh ja. Für heute bleiben wir beim Tetris.
weil ich ihn eigentlich nur kurz testen wollte, aber da gerade Anarchiefase ist, ich meine, warum nicht? Ist immer noch besser, als wenn der Stream tot ist, nicht wahr? Okay, jetzt habe ich gerade ziemlich Blödsinn gemacht. Den hätte ich mir eigentlich holen können. Aber da war ich zu spät dran. Das ist auch gerade schon wieder alles nicht so optimal. Okay, der kommt wie gerufen. So. Okay. Nein! Oh, okay, das war jetzt gerade ziemlich behindert. Ah, habe ich schon wieder einmal zu wenig rotiert. Sollten wir mehr Zeit lassen. Ich nehme mal mein Hold, dass wir wieder ein wenig da freiräumen können. Weil das bringt uns ja alles nichts, wenn wir dann am Ende deswegen verkacken. Blöcke hier kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Jetzt brauche ich zwei von den Dingern hier. Nehme ich wieder mein Hold. Hab dafür aber jetzt erstmal wieder ganz okay aufgeräumt. Okay. Und da haben wir auch wieder so einen für unseren Hold. Okay. Ich versuche nur die ganze Zeit irgendwie nach da unten zu kommen. Aber irgendwie kommen wir nicht so wirklich voran. Die Blockauswahl ist gerade mehr als bescheiden, aber jetzt haben wir einen frei. Oh Mann. Schon wieder eins zu weit gemoved. Gott verdammt. Okay, hätte ich jetzt eine Duft platzieren können. Also nehme ich ihn einfach meins. In Verwahrung, ehe ich den da irgendwie blöd absetze. Ey, dem kann ich gerade gar nichts anfangen. Um einen versetzen. Ja. Also rein prinzipiell hätte ich genug Platz im Controller hier, um da noch eine Metallplatte zu setzen. Ich wollte damit sowieso mal rumexperimentieren. Zwecks H gehe ich. Also um das Ding zum Beispiel als Schaltstick für Racing Games verwenden zu können. Also jetzt nicht unbedingt den Controller, sondern dafür eins zu bauen. Ja, mit diesen Spins wäre ich vorsichtig. Dieses Game lässt mich nicht ganz so spinnen, wie ich es manchmal gern hätte. Solange ich mir nicht sicher bin, wie die Spin-Rules hier in diesem Teil sind, lasse ich so eine Spin-Tricks und ich habe es schon wieder versetzt. Yay! Aber gleich doppelt von denen, das ist zumindest... Ja. Zumindest hilfreich, wollte ich sagen. Aber hab dann den Satz einfach unterbrochen. Okay.
Ja. Den kann ich gerade nicht gebrauchen. Das war gerade nicht unbedingt der schlauste Move. Ah, es sieht gerade nicht so gut aus für uns. Wobei, wenn jetzt noch ein langes Stück... Da kommt sogar tatsächlich noch ein langes Stück. Okay, ich habe nichts gesagt. Nennt man das Game am Limit? Nein, das Game nennt man Tetris. Mit einem schlechten Player. So einem Player, der sich gern mal versetzt. Ey, da war er vielleicht jetzt nicht so gut. Hätte ich vielleicht alles noch rüberpacken sollen. Nee, da ist eigentlich doof. Okay, den packe ich da mal hin. Den kriegen wir gleich wieder frei. Hoffe ich doch. Ansonsten sitzt er da doof. War das... Ey, schon wieder versetzt. Ja, ich guck mal, ob ich so ein Haar... Ich weiß, glaube ich, schon, wie du das Blech meinst. Sodass er quasi immer über die Mitte gehen muss. Aber ich schaue mir das mal im Internet an. Wird es auch definitiv Bilder zu geben. Das macht es dann aber vielleicht für andere Games nicht brauchbar, wenn du halt nicht zwei drücken kannst. Mal gucken, ob ich das vielleicht mechanisch machen kann, dass ich das Ding quasi von der Seite reinklicke, sodass ich quasi auswählen kann zwischen so einem Diamond Gate und einem, bis jetzt ist halt Square. Die Frage ist nur, inwiefern ich das hier so in meinem möglichen Bau... Rahmen hinbekomme. Okay. Den da hinzusetzen wäre jetzt eigentlich Schwachsinn. Nein, verdammt. Da war ich zu langsam. Das war gerade dämlich. Ja. Wir leben hier knapp am Limit. Okay, ich glaube, damit habe ich es mir gerade verkackt. Ich glaube, damit habe ich es gerade versaut mit dem letzten Block. Die Maus nervt ein wenig. Verdammt, warum hast du den jetzt fallen lassen? Ach, scheiße. Okay. Den einen Block, den hat er platziert, weil, ja, zu lang auf der untersten Ebene gewesen. Ja, quasi ist das einfach ein Quadrat, das man um 45 Grad dreht. Idealerweise hat man das so unterm Stick sitzen, dass man einfach um 45 Grad drehen kann, damit es wieder ein Square Gate ist. Ja, machbar müsste es sein. Das Problem ist, wie du hier am USB-Kabel sehen kannst, der Controller... Den habe ich unterm Stick, weil der Stick halt nur so bis hierhin geht. Müsste ich gucken, wie sich das machen lässt, weil die Kabel da drin müssen ja auch irgendwo hin. Aber ich schau mal, ich schau mal. Sag doch, Game am Limit. Ja. Aber es ist trotzdem nicht der Game Mode Limit. Es gibt ja, glaube ich, irgendeinen Game Mode, wo man wirklich mit ziemlich hochgestapelt anfängt. Das mache ich aber hier unfreiwillig. Das ist nicht so geplant. Nein. Den habe ich gerade verrissen, aber...
aber noch sich umgedreht. Das machen wir mal weg. Ja, muss ich mal schauen, wie gesagt, ob wie sich das mechanisch machen lässt. Rein theoretisch könnte ich das Ganze eigentlich auch softwaretechnisch lösen, sodass er immer nur den ersten Button aktiviert. Das Ding ist ja selber programmiert, der Controller. Dementsprechend müsste ich das Square Gate rein theoretisch auch softwaretechnisch lösen können. Ich habe hier hinten nämlich einen Profilumschalter. Den habe ich mir daran gebaut und rein theoretisch könnte ich das damit machen. Dass er quasi immer nur, wenn ich rübergehe und jetzt der zweite kommt, dann aktiviert er den zweiten nicht, weil der erste noch aktiv ist. Das müsste auch machbar sein. Ich glaube sogar, das wäre die schlaue Art und Weise. Weil bisher, auf dem zweiten Profil habe ich bisher entweder einmal hier Pfeiltastenbelegung, was sie aktuell ist, oder WASD-Belegung. Aber fürs WASD sehe ich wenig Sinn eigentlich mit dem Stick. Ist zwar ganz nett, so als, keine Ahnung, ein Movement, aber eigentlich sollte jedes Spiel, was man mit diesem Stick sinnvoll spielen kann, Tastatur oder Tastenumbelegung haben. Und das würde dann vielleicht Sinn machen. Mal gucken. Was? Wieso ist denn der jetzt doppelt durchgerutscht? Eigentlich tun die nicht doppelt durchrutschen, aber okay. Hat der Block, glaube ich, anders gesehen. Nein! Oh, leck mich doch. Wollte ich den da so schön um die Ecke rum manövrieren und dann... das wäre eigentlich da nicht so sinnvoll. Okay, den einen Block mache ich dicht. Wer spielt? Moi! Ich spiele. Martin, aka DJ Pop. Halte ich mir mal vor, den kann ich da besser reinpflanzen. Und jetzt geht sich das auf. Sehr schön. Natürlich dir auch ein Moin. Warum spielst du so einen Schrott? Also ich weiß nicht, ob du das Schrott findest, aber Tetris ist ein Klassiker. Also, wenn es dir nicht gefällt, musst du ja nicht zuschauen. Nicht wahr? Es steht dir ja frei, wen du hier auf Twitch zuschaust. Voilà. Genau das Beste. Aber manche. Naja. Manche Leute kennen keinen Kult. Warte gerade auf den Quadratblock, da ist er. Sehr schön.
Was ist dann daran Schrott? Die Banden sind auch genug für Wind and Weight and Water Puzzle. Notiere ich mir auch gleich mal. Wind, die and Water. Rein theoretisch könnte ich mir noch, wenn es sein muss, hier so Mini-Buttons reinzimmern, so hinten versteckt, die keiner sieht, falls das ist. Aber okay, ist auch notiert und wird auch mal angeschaut. Eigentlich wäre das jetzt Schwachsinn, den würde ich mehr davon holen. Nein! Oh, leck mich doch. Habe ich nur gesagt, dass ich der King des Verbauens bin? Das Einzige, was Schrott ist, ist der Musikloop. Ja. Nicht so viel. Ich kann, glaube ich, sogar ein paar einstellen, die ich gegeben kriege. Ich weiß nicht, ob ich sogar eigene Musik einstellen kann. Das Ding stand in MP3 da. Da können wir mal gucken. Kann sogar sein, dass ich die Musik selber bestimmen kann. Was ja ziemlich cool wäre. Die Frage ist nur, wie geeignet das dann ist. Ich habe keine wirklich interessanten Loops, aber mal gucken. Ich nehme aber in der Regel trotzdem lieber die Game-Musik, weil dann kann keiner meckern. Dann ist entweder die Musik scheiße für alle, aber ihr müsst meinen Musikgeschmack nicht ertragen. Weil manche finden das dann gut, was ich höre, manche dann nicht und dann haben wir auch wieder nichts dabei gewonnen. Ja, das war eigentlich gerade dämlich, dass ich den eingewechselt habe, aber okay. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich 2 Quadrate, mit denen ich nicht anfangen kann. Na los, geh rüber da. Nein, ach, leck mich doch. Ach, Mist. Durch den langen Block, da hat er jetzt nicht mehr spawnen können. Ah, okay. Ja, also eigentlich, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte back. Yes, I want to quit. Back, Classic, Options. Hier kann ich ja Musik auswählen. Nehmen wir einfach mal die Earthquake Music. Hey, ja. Diese Trade-Rüstung muss rein abbauen, nicht aufbauen. Nein, ich wollte nicht auf Play, Gottverdammt. Back. Classic Options, ja. Rein theoretisch müsste ich es ändern können, ich weiß noch nicht. Und hier sind auch die Modi, die angesprochen wurden. Marathon, Line, Ultra, was Oma Ultra macht. Achso, hier.
Play 4 points, a classic Tetris game. 4. As many points as possible for reaching 40 lines. Okay. Alles klar. Nee, da bleiben wir beim Klassiker. Habt ihr denn Vorschläge für die Musik? Ich habe, glaube ich, nichts, was ich da wirklich sinnvoll platzieren kann. Data. Musik. Ja, also die Musik müsste ich da einfach einfügen können. Ich habe nur leider nicht so viel Interessantes. All nichts, was ich loop. Der junge Mann hat nur eine Boxer an. Nee, der junge Mann hat kurze Sporthosen an. Weil es warm ist. Sind dieselben Hosen, die ich auch bei SDWX anhabe. Mal gucken, ich ziehe einfach mal meinen Epic Music Ordner rein. Epic Music heißt im Sinne eigentlich nur, dass es, keine Ahnung, verschiedene Game Music ist, die ich mir mal rauskopiert habe. Warum sind da Mixes drin? Ich weiß es nicht. Ich habe halb an, ich habe Sporthosen. Oder meinst du gerade dich? Was bei mir ist es ziemlich warm. Ich mag an daran liegen, dass ich hier ziemlich in der Ecke abgeschottet bin an den Seiten und die Rechner heizen. Aber ja. Was wollte ich? Oh ja. So, ich muss Heizung anmachen. Was? Okay. Er hat die anderen nicht akzeptiert. Okay. Gut, dann müssen wir mit Tetris Musik auskommen. Ja, weiß ich nicht. Wollte er nicht haben, die Musik. Er kennt trotzdem nur die anderen. Vielleicht muss ich sie irgendwo hinzufügen in eine Datei, also als Plannamen. Aber so wollte er sie nicht. Dann wechseln wir ein bisschen durch die im Spiel vorhandene Musik. Ich meine, ewig will ich jetzt hier auch nicht spielen. Da kann ich mich in Ruhe mal angucken. Kann ich das Square Gate eventuell softwaretechnisch programmieren. Und dann auch mal gucken, dass ich hier andere Musik und dann auch passende Musik reinbekomme. Ach, 20 Tetrisse hintereinander, was? Grüß dich hier wieder, was? Kann ich gerade nicht so viel anfangen. Eigentlich doch. Kannst du nicht mal vier Reihen auf einmal aufnehmen? Nö. Dafür müsste ich erstmal gut sein und mich nicht andauernd verbauen.
überlege gerade, wie lange es vielleicht dauern würde, dass ich dieses Ding da reinprogrammiere, ob ich es schnell selber reinprogrammieren kann. Beziehungsweise wie ich das da reinprogrammieren kann. Verbauen ist Absicht, ja. Nicht ganz. Aber du kannst ja gerne die Vierereien mitzählen. 4 oder 5 haben wir schon abgebaut. Ich hole schon der Meister des Verbaus. Mein Gott. Da haben wir erstmal ein bisschen Blödsinn zum Aufräumen. Mit dem Block kann ich ja gut, mit dem kann ich genauso wenig anfangen. Ach, nee. Alles nicht so die Creme de la Creme an, damit ich so bekomme. Abend, grüße dich. Wenn theoretisch ist es schon morgen, aber okay, euch schönen guten Abend. Ich denke. Jeder hat da ja so eine eigene Definition. Okay. Jetzt sind wir gleich wieder unten angekommen. Das bedeutet, wir sind wieder frisch, um es uns zu verbauen. Hepper. Nee, den blauen kriege ich jetzt noch nie. Ich. Ja, doch, ich speichere ich. Hol dich. Nein, ach, leck. Das wird spaßig, dass ihr das ausgeht. Das wird lustig. Um Gottes Willen, was mache ich denn hier? Lang da rein. Okay, haben wir wieder ein bisschen freigeräumt. Nicht viel, aber alles ist besser als nichts. Okay. Also verbaue geht bis unten durch, was auch nicht gerade so hilfreich ist. Nein, auch. Ja, ich glaube, wir bauen gleich. Wir gucken gleich mal, ob ich das Geld da irgendwie reinprogrammiert kriege. Ob es so viel hilft, weiß ich nicht, aber. Aber wenn es eine Programmierlösung ist, kostet es mich ja nichts. Außer Zeit. Aber die ist der Versuch, glaube ich, wert.
nach rechts, meinem Hold nach links. Okay, das war jetzt kein so sinnvoller Spot. Mist. Noch ist es nicht verloren, auch wenn es nicht so gut gerade aussieht. Tetris am Rande des Todes. Oh, wir sind ja gewöhnt. Mister, ich platziere den Block mal semi-schiss und ist das gewöhnt. Also ich. Um Himmels Willen, was macht dieses Game mit mir? Okay, so langsam entspannt sich die Lage ein wenig. Aber durch eben noch so kleinen Fehlplatzierer gleich wieder versaut werden. War auch nicht so optimal. Wir brauchen jetzt ein paar von den, die nicht so gerne kommen. Ich glaube, das war's. Nein, nicht da. Oh. Okay, das war gerade so noch mit dem. Ja. Gerade noch so mit dem Hold-Up-Use gerettet. Ich kann mich nicht da reinpacken. Ja, Mist, hier, so passt du ja gar nicht. Nein, auch Mist. Oh, der Fehler war gerade ziemlich böse. Ja, okay, das war's. Das war's. Das war's. Der eine Fehler war ziemlich böse. Aber okay. Komm, wir wollen noch mal ein bisschen mehr als nur 4 Level hinkriegen. Wird doch wohl möglich sein. Level 4 ist doch eigentlich noch ziemlich langsam. Hey, funktioniert tatsächlich. Nein! Oh Mann! Aus Frust habe ich gleich den nächsten falsch gesetzt.
zwei von denen, also natürlich die Jungs werden. Also das mit dem T-Stick rotieren funktioniert schon mal, das ist zumindest ganz praktisch zu wissen. Noch nie. Nein! Okay, den Grünen da verstehe ich gerade nicht. Ich glaube, das. Ja. Wer weiß. Frag mich nicht, was ich da gerade gemacht habe. Brauchen wir wieder ein paar von den länglichen. Geht gerade bergauf. Ich mag es nicht bergauf. Mag lieber so das Tal. Ja, so. Wieder ein bisschen abwärts. Das sieht doch vielleicht besser aus. Wenn ich aufräume, dann können wir uns wieder verbauen. Gerade auf die Lampe geht gar nicht. Okay. Das ist natürlich schade, weil das mein Hauptrotierknopf ist. Die Uhrzeiger sind. Ich muss ein Kabel oder sowas gelöst haben. Dann muss ich nachher mal reinschauen in aller Ruhe. Aber dafür muss ich ihn komplett zerlegen. Er ist nicht schwierig bei der Knopfanzahl, aber trotzdem, ne? Das geht nicht mal eben so hier. Ja, da drüben habe ich jetzt natürlich total Blödsinn. Gucken, wie wir das gelöst kriegen. Das kann alles doof, ne? Oh. Nach deiner Aussage müsste das ja auch funktionieren. Sehr schön. Ja, so kann man das machen. Nee, das war der falsche. Egal. Los werde ich trotzdem. Die Spin! Yay! Und da haben wir auch wieder einen Rang für unseren Hold. Jetzt sieht es doch wieder besser aus. Jetzt können wir uns wieder verbauen. Fangen wir doch da schon mal.
Nee, dann brauche ich da so einen langen. Okay, dann brauche ich halt so einen langen. Wenn die Steine nicht anders kommen wollen. Okay, wir klären das mal. Nein! Mann! Nur noch ein passender Stein, der nicht kommt, aber dann nehme ich mal meine Vorrat, Alter. Und dann ja. Noch Gottes Willen, wir haben es doch gerade freigeräumt. Please. Jetzt verbaue ich mich direkt jetzt. I hate myself so much right now. Ja, das habe ich toll hingekriegt, mal wieder. Räumen wir doch gleich weiter auf. Eigentlich war das gerade der größte Schwachsinn überhaupt, weil gerade das passende Stück gekommen wäre. Ist nicht vorher zugebaut. So. Bam. Block gelöst. Ist nur noch ein langer und wir haben wieder aufgeräumt. Gut, jetzt fehlen mittlerweile zwei lange. Die auch beide gleich kommen. Und wir haben wieder aufgeräumt. Hooray! Wir können es wieder verbauen. Aber bisher läuft die Runde ganz gut, auch wenn wir es schon ein paar Mal ziemlich blöd verbaut haben. Ich hasse es, wenn du unter Zeitdruck bist. Machen wir den da hin. Hoppala. Okay, der sollte da nicht. Nein! Oh, hey, Gentlemen, wir können wieder aufräumen. Ich hab wieder Dreck gemacht. Okay. Oh, Gottes Willen. Kann ich gerade, bei den kann ich genauso wenig gebrauchen. Ja, da kommt schon der richtige Punkt. Nein! Oh, ich hasse mich gerade so. Manchmal ist das Spiel mit dem Stick bescheuert, auch wenn es so ganz cool ist.
Aber wenn man den Controller mal so ein bisschen schräg stehen hat, wenn man halt wild am Stick rumfummelt, hat Fummeln gesagt, baut man sich auch schnell mal. Na gut, das Aufräumkommando ist schon da. Und macht sauber. Kepper. Den hol ich mir. Ja, dann haben wir es mal über Level 4 hinaus geschafft. Das ist doch schon mal was. Wir haben gerade wieder aufgeräumt. Da kommt der passende Block. Und wir haben aufgeräumt. Fangen direkt wieder mit Steinen an, die wir nicht gebrauchen können. Ach ja. Jetzt habe ich zwei von denen, die ich loswerden muss. Gucken wir den gleich drauf. Und ich hasse Quadratblöcke. Die kommen immer dann, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann. Schon wieder so ein Quadratblödsinn. So, wir haben zumindest erstmal wieder die Blöcke frei. Immerhin etwas. So, Quadratblödsinn da hinein. Wo ist das Skim für die Quadrat? Ich habe keine Ahnung, was das Wort bedeuten soll. Ich spiele Tetris just for fun. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Fachbegriffen. War jetzt nicht der schlauste Move, aber keine Ahnung. Thank you.
fällt nur noch ein langer. Nur noch ist wieder das richtige Wort. Und dann haben wir das da frei. Und wir haben es wieder frei. Nein! Okay, nicht so schlimm. Quadrat da rein. Gutes. Was mache ich mit dir? Können wir das da mitnehmen? Ist nicht dein Ernst. Ach, Game. Oder Controller. Das Quadrat dahin. Wir räumen gleich mal auf mit dem Block. Hooray! Och nee! Alle Pisse der Ware. Nein, den wollte ich noch einmal drehen. Ach. Mich. Langsam wird die Kacke schneller. Wir kommen. Zeitdruck. Den ich ungern noch höher wollen würde. Na gut. Im Allgemeinen bin ich nicht der, der möchte, dass es höher geht, sondern dass wir nicht gut platzieren, ist der Grund dafür. Das war knapp. Das sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus. Ach nee. Nein! Ja, so den Controller. Ich kann leider nicht sagen, blöder Hersteller, wenn ich mich ja selber beleidige. So. Jetzt aber mal kurz durchlesen. Zumindest wenn du einen Stein normalerweise S, Z, L oder J quer in dein Loch an der Seite setzt. Aha. Ein Leichenzeug. Okay. Ist jetzt ein Tetris Virtual, wo wir den Horror also einfach zurücksetzen kann, nicht ganz so wichtig. Weil man auch einfach wegstellen kann. Genau. Genau das ist das, was ich oft mache, weil. Aber wenn dann Doppel-O kommt, dann hast du halt
Problem, weil das zweite muss irgendwie loswerden. Ich finde es immer interessant, wie du die die Steine als Buchstaben schreibst und dann statt L, Quadrat oder C-Stücke das. Aber ja, versuch's auch immer in der Regel über die Holes zu lösen. Also man hat nicht viele Möglichkeiten, ne? Irgendwo muss man mit den Steinen ja hin. Sehr schön, da kommt das, was ich brauche. Okay. Den hole ich. Oh. Jetzt noch ein langer und wir kommen wieder ein wenig runter. Dann nehme ich gleich meinen lang. Dann kann ich ihn jetzt dafür nehmen. Okay, das kriege ich gleich weg. Dann nehme ich den hier. Ganz unten ist noch ein Block, den wir freikriegen müssen. Okay, damit haben wir frei. Ach nee. Wo wir dabei waren, das Ganze hier freizuschaufeln, wir haben uns schon wieder verbaut. Oder ich. Nee, eigentlich wollte ich damit rüber, aber ich hab schon wieder den Drop ausgelöst, so ganz unnötig. Auch wenn das schon wieder ein ziemlich blöder Move war, weil ich jetzt nicht durchkomme. Da eigentlich hier reinpacken soll. Sehr schön. Okay. Wieder abwärts. Sehr schön. Brauche ich nur noch das passende L. Dann läuft das. Ja, doch. Pack ich den so rein. Ach nee! Ist schon wieder. Okay, dann das lösen wir mal hier ein bisschen auf. Pack ich da auch rein, da auch rein. Ja, das U ist nervig. Nein! Aber trotz dem ganzen Verbauen schlage ich mich besser, als ich von mir erwartet hätte, weil eigentlich kann ich dir etwas nicht gut. Ach nee, da kriege ich auch kein T-Stück rein. Verdammt, ich wollte gerade noch Holz scammen. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, komplett versaut. Jetzt habe ich es gerade, glaube ich, komplett verkackt. Okay, mit dem kann ich eigentlich nicht viel anfangen.
Da hatten wir gerade eine Menge Glück mit den Steinen, die wir bekommen haben. Und zwar sehr, sehr viel Glück. Nein! Ach Gott, ich wollte gerade eigentlich wechseln, aber das hat mich nicht gelassen. Jetzt bitte wechseln. Ihn da bitte rein. Nein, noch. Da war ich zu langsam im Wechseln. RIP. 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 Ja, hätte ich ihn schnell genug gewechselt, hätte ich ihn vielleicht noch rüberbekommen und dadurch wieder ein bisschen weiter runter. Oh, RIP. Aber Level 7 geht doch schon. Ich würde sagen, für die nächste Runde nehmen wir einen anderen Soundtrack. Nein, ich sagte gerade eben, wir nehmen einen anderen Soundtrack. Game, please. Back. Basic Options. Was haben wir denn hier noch so? Ice Music. Nehmen wir die Ice Music. Liquid Drum and Bass. Cool. Den muss ich mir ja verbauen. Dann nehme ich lieber den L da rein. Warum ist er jetzt da oben gelandet? Der hat doch schon... Ach, Game, bitte. Okay, das nehme ich so jetzt nicht hin. Er hat ihn jetzt zweimal da oben platziert, obwohl er schon längst gedroppt hat. Ich glaube, manchmal tut dieses Game noch Inputs akzeptieren, obwohl eigentlich schon das Place-Geräusch erfolgt ist. Das geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Das sollte eigentlich nicht sein. Das ist ziemlich unfair vom Game. Weil das Audio nutze ich ja natürlich als Cue für mich, als Hinweis, oh hey, du kannst den nächsten Block platzieren. Weiß ja schon, was es ist anhand der Tree. Das ist ein bisschen unfair vom Game. Ich glaube nicht, dass es beabsichtigt ist, das ist nervig. Wenn ich das Ding hier auf Tetris optimieren würde, könnte ich mir da zwar eine Sperre im Controller einbauen, sodass er keinen Hoch akzeptiert nach wenigen Sekunden. Nachdem schon mal eins war und so ein Blödsinn. Um mir zum Beispiel Doppeldrops und so ein Blödsinn zu erschweren, aber das ist, glaube ich, auch nicht so der Sinn. Das wäre ja unfair, das wäre cheap. Ausnutzen von Hardware-Vorteilen. Und zwar ziemlich krassen, wenn man sich selber programmiert. Och nee. Jetzt ist wieder ein bisschen aufgeräumt.
überlege gerade, ob es noch etwas gibt, was man noch spielen könnte, weil Tetris, glaube ich, auf Dauer langweilig wird. Wir spielen jetzt nämlich schon weiter. Auch wenn Tetris ganz lustig ist, so lange wird es auch langweilig zum Zuschauen. Nein! Holz brauche ich gerade nicht so dringend. Eigentlich gar nicht. Ach, ja, was wäre dieses Game ohne Verbauung? Richtig, ein Game, was ich nicht gespielt habe. Nee, was nicht ich gespielt habe, so rum muss das. Der war gerade sehr blöd. Nicht nur ziemlich blöd, der war sehr blöd. Mach ich ja eigentlich gerade für den Bullshit? Warum löse ich den einen auf, dann ziehe ich den nächsten. Ob wir hier nochmal runterkommen. Ich wage es zu bezweifeln. Wir haben eine Menge Löcher, die wir klicken müssen. Thank you.
Robin würde mich andauernd so verbauen, dann würden wir viel besser vorankommen. Ich glaube, dann wäre es auch halb so lustig. Eigentlich geht's bergauf, aber die Steine gehen bergab. Ihr wisst es schon. Oh, ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Level 4, unser Lieblings-Todes-Level. Beziehungsweise die Levelstufe, in der wir bisher am meisten gestorben sind. Nein! Wie lange spielst du Tetris schon so aktiv? Wann habe ich angefangen zu streamen? 2 Stunden. No joke. Ich spiele Tetris nicht aktiv. Ich spiele eigentlich gerade nur zum Controller testen. Ja, keine Ahnung. Ich hatte einfach mal Lust, ich hatte noch so Bauteile rumfliegen und habe mir dann einfach mal davon einen Tetris-Controller gebaut. Aber wirklich aktiv spielen? Eigentlich noch gar nicht. Nur jetzt gerade. Ich grüße dich. Bis Flops. Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich zumindest nicht so sehr zacke, wie ich es von mir immer angenommen habe. Einiges ist halt, das Größte, was ich falsch mache, sind die Fehlplatzierungen, die einmal hardwarebedingt sind und die anderen wirklich einfach, keine Ahnung, unachtsam waren. Ich spiele wirklich erst seit heute wirklich. Einfach vorher, weil, keine Ahnung, die Tastatur ist langweilig. Ich pack's mir mal an. Wir gucken, ein Großteil der Reflexe und das schnelle Reagieren kommt halt auch davon, dass ich Musikgames spiele und da ist man halt schon ein bisschen das schnelle Reagieren als gewöhnt.
Das dürfte dementsprechend der Lernkurve nochmal einen deutlichen Boost verpassen. Ach, ey. Das war jetzt gerade wieder so ein Moment, in dem der Block sich, nachdem er schon platziert war, sich irgendwie darauf platziert hat. Und das war gerade eins in dieser Moment, wo ich gesagt hatte, wo ich einfach nur abgelenkt bin. Na schauen, aber da müssten wir noch eigentlich noch mit von wegkommen. Jetzt habe ich zwei Quadrate, die ich irgendwie loswerden muss. Quadrat. Wo waren wir? Ach ja. Ja, wenn jetzt die Blöcke nicht gnädig mit uns sind, dann war es das. Ja. Es sind noch ein paar Fehler drin, die man auch ausbessern könnte, aber sonst sieht es ganz gut aus. Und guten Abend. Ja, grüß dich, Bloody Marie. Ich glaube, das ist auch eins der Probleme, dass du zu schnell reagierst. Ja, also ein Problem ist, dass mein Controller, wenn man halt ein bisschen verrutscht und dann auf einmal den Pfeil nach oben kriegt, weil oben mein Hard Drop ist, dann ganz schnell mal fehlplatziert und ja, dass ich auch zu schnell reagiere. Also das Spiel scheint tatsächlich da so ein bisschen Probleme mit zu haben. Ich könnte das zwar wahrscheinlich hardware-technisch lösen, indem ich es einfach so programmiere, dass wenn ich nach oben droppe, die nächsten paar Millisekunden kein rechts und links akzeptiert, aber das wäre dann irgendwie ein bisschen cheaten. Ja, ich glaube, das sind, glaube ich, die größten Fehler, die ich habe. Und halt, weil ich halt aktuell das Ganze hier auch diagonal betätigen kann, was ich aber wahrscheinlich programmiertechnisch noch lösen werde. Aber eine Runde später noch kommt. Wenn ich gesagt habe, ich mache Schluss. Und das war gerade ziemlich dämlich. Ja, das größte, die größten Probleme sind halt einfach Konzentration und eben zu schnell reagieren. Aber ich mag es halt zu lieber schneller spielen und dabei versagen und dafür Spaß haben, anstatt langsam und gähnen. Weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Ach, ich habe ja noch gar nichts im Hold, merke ich gerade. Nehme ich dich doch mal ins Holz, ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Jetzt tausche ich dich. Ich liebe es, wenn in Tetris sich alles so zusammenfügt. Ja, das ist zumindest eins, was ich mir schon angewöhnt habe. Zumindest versuche ich, eine Linie aufzubauen, um dann Vierer klären zu können. Das sieht dann halt dementsprechend aus. Da nehme ich mal meinen Holzstein und dahin. Okay, nehme ich auch wieder meinen Holzstein. Jetzt. Ah, da kommt gerade der passende. Sehr schön. Okay. Haben wir das Ganze wieder ein bisschen deeskaliert. Ja, im Grunde tut mir meine Stapelweise die größten Probleme einbringen. Thank you.
Ja, am interessantesten finde ich ja, wenn man wirklich aktiv darauf spielt, also mit den Mustern irgendwas versucht zu erzeugen. Das finde ich am krassesten. Nicht nur, wenn es zufällig ganz lustig aussieht. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Ja. Hey, ich lerne langsam, wie man richtig rotiert. Das geht auf. Also das mit dem Doppelreihen, das mache ich absichtlich. Einfach, weil es dann ein bisschen spannender wird, wenn man sich dann verbaut. Dass ich quasi zwei Reihen übereinander doppelt als Vierer klären könnte. Aber halt, weil einfach was ein bisschen spannender macht. Und wenn man ein bisschen unter Druck ist, halt, keine Ahnung, macht das einfach, finde ich, mehr Spaß. Für mich zumindest. Jeder hat das so sein eigenes Verhalten von, was Spaß macht. Gerade bei so einem Game. Ich merke gerade, ich habe immer noch kein Vierer im Hold. Mal gucken, wann der nächste kommt. Verdammt, den wollte ich eigentlich eins weiter setzen. Den wollte ich eigentlich eins weiter setzen. Ach, egal. Das kriegen wir schon wieder frei. Ich wünschte nur, dass dieses Game nicht im Fullscreen laufen würde, sodass ich einen Chat daneben packen könnte, weil so kann ich schlecht den Chat beim Spielen lesen. Da muss ich zwischendurch mal kurz passieren. Vor allen Dingen die S- und Z-Steine, wenn es geht, immer flach sitzen. Okay. Ich gerade von dem Bildschirm ausraste nach dem Motto, nein, rechts, nein, weiter. Nicht! Ja, ich spiele halt einfach so und nicht nach irgendwelchen Strategien. Auch genauso, dass ich über, wo unten Löcher sind, dass ich da drüber einfach weiter stapel. Ich weiß, dass das eigentlich der komplett falsche Weg ist, aber naja. Also im Grunde sollte ich ja Löcher frei halten, dass ich da weiter nach unten kann und nicht, dass ich da drüber was stapel, weil dann muss ich die ja erst wegkehren, bevor ich da drunter was setzen kann. Was soll ich machen? Und warum tausche ich das gerade? Ich habe doch denselben im Hold. Am Ende geht's ja dann doch irgendwie auf. Meistens. Andersrum machen sollen. Das Quadrat da rein und den anderen rüber. Ja, du hättest ruhig ein paar Steine früher kommen können. Irgendwie kommen wir nicht so wirklich runter. Nein! Och Gott, damn it! Naja. Da
haben wir zum Glück die richtigen Steine bekommen, um das gleich wieder frei zu laden. Schon wieder zu wenig von dir. Ist doch alles, was ich hier so an fucking Fehlern mache, ist alles... Ich versuche einfach nur schnell zu spielen. Aber das ist das Ding, was mir Spaß macht. Und das bringt meine Viewer zum... Keine Ahnung. In Emotionen. Ja, da. Okay. Pack ich dich gleich mal mit. Eigentlich wollte ich ihn draufpacken, aber okay, das stört auch nicht. Grün, da konnte ich gerade absolut null anfangen. Okay. Nee, wenn ich ihn dahin platziere, dann kann ich mit. Jetzt kann ich den blauen da schön rein manövrieren. Pack dich da drauf. Wir machen langsam Fortschritte nach unten. Langsam. Aber stetig. Da schon mal ganze Eckchen weiter runter. Quadraten. So, noch ein Loch, was wir loswerden müssen. Dann haben wir wieder aufgelöst. Tada! Das ist gerade nicht sehr packend. Nein, ach, jetzt hat er sich schon wieder nicht rotiert. Aber okay, das haben wir gleich. Alles gut, keine Panik, wir haben schon wieder aufgemacht. So, nochmal. Wir sind in den Chat. Ist schon richtig, ist so der Straßenmodus, ist wie so ein Reflex. Ja, ich glaub dir das, wenn man das halt wirklich spielt nach und die ganzen Strategien kennt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du, naja, dir den Kopf zerbrichst.
Tetris, ein Spiel, was das Leben beschreibt. Richtig. Und gute Nacht, Bloody Mary. Freut mich, dass du da gewesen bist. Ja, ob man Löcher zubaut, kommt noch arg drauf an, was man Steine man kriegt. Es ist schon oft sinnig, Löcher absichtlich zuzubauen, wenn sonst der Stapel zu bergig werden würde. Ja. Manchmal richtig, aber trotzdem versucht man es natürlich so gut wie es geht zu vermeiden. Nein! Och, jetzt hat er nicht da. Da habe ich ihn allzu weit gedroppt. Der kommt gerade ganz richtig jetzt. Doppelter Vierer. Nee, da drücke ich gleich den Boden rein. Warum bin ich da jetzt ganz rüber eigentlich, weil ich ihn auf die Kante packe? Was auch nicht sinnvoll ist, aber ganz rüber wollte ich damit jetzt eigentlich nicht. Na gut, das haben wir gleich. War nichts gewesen. Alles gut. Mist, ich habe ja auch nur so ein Ding auf Ersatz. Ich schieße das am besten so und dann ein L-Stück da rein. Da kommt auch schon das Passende. Okay. Jetzt kommt natürlich das Quadrat genau dann, wenn ich dafür keine Ablagefläche habe. Werden wir es gleich mal wieder los, das Quadrat aus dem Hold. Dass wir das nächste gleich wiederholen können, wenn Bedarf besteht. Okay, mit dir kann ich gerade auch nichts anfangen. Aber jetzt kann ich das Quadrat da ablegen. Okay. Erstmal wieder ein wenig aufgeräumt. Thank you.
Nein! Den gelben, den habe ich gerade wegen dem Frost nicht aufpassend gesetzt. Den blauen, der sollte eigentlich komplett rüber zum Klären. Na gut, räumen wir mal wieder auf. Das können wir ja so gut. War jetzt auch nicht so schwer. Ein Doppelvierer, der kommt gerade wie gerufen. Sieht so aus, als würde sich unser Stapel jetzt umdrehen. Wir haben unsere Linie einfach mal auf der anderen Seite. Aber egal. Nein, noch Mist. Das ist jetzt doof. Jetzt sind wir ein bisschen in der Zwickmühle. Thank you.
gefällt nicht, dass wir hier gerade so beengt sind, aber wir machen langsam wieder Fortschritte. Oder auch nicht. Das war, glaube ich, gerade ein sehr blöder Fehler von mir. Mich da zu verklicken. Geh doch rüber. Jetzt klemmt der Stick. Ja, okay. Nein, schade. Verdammt. Aus irgendeinem Grund wollte der Stick gerade nicht und wollte nicht rüber. Ach Mann. Aber ich glaube, wir lassen es auch erstmal für heute. Ich sehe mal zu, dass ich das mit dem Diamond Matrix hinbekomme, im Sinne von Softwarelösung. Und dann mal gucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut klarkomme. Aber ja. Es freut mich, dass ihr da wart. Auch, dass ein paar Tetris-Spieler da waren. Und, für alle Tipps. Und wir sehen uns. Mal schauen, vielleicht fällt mir ja doch noch irgendwas ein. Aber erstmal höre ich auf. Mal schauen, vielleicht kommt jemand anderes. Vielleicht auch nicht. Und euch ansonsten... Oh, vielleicht sollte ich übernehmen. Ja, das kannst du gerne machen. Wenn du das möchtest, kannst du das natürlich gerne machen. Dann geht es gleich weiter. Und ja, allen anderen wünsche ich eine frohe Nacht. Ich gucke, was ich mache. Danke für alle Tipps. Freut mich, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Ich guck mal, was hier mit meiner Lampe ist. Und ja.